Wir treffen jetzt den Mann, der heute bei Daimler die Geschicke lenkt, den Vorstandsvorsitzenden der Daimler AG, Dieter Zetsche. Schön, dass wir heute bei Ihnen sind. Und Sie stehen ja auch schon am richtigen Wagen, dem Dreirad von Carl Benz. Was ist daran so revolutionär? Und zunächst einmal natürlich, dass es das erste Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor angetrieben ist, was sich selbst automobil eben bewegt und insofern eine Revolution dargestellt hat. Es ist aber auch ein Unterschied zu der Erfindung von Daimler zu sehen. Carl Benz hat von vornherein versucht, ein neues Fahrzeug zu entwickeln, wohingegen Gottlieb Daimler den neuen Verbrennungsmotor in bestehende Fahrzeuge, zum Beispiel dort in eine Kutsche, aber auch in ein Ruderboot installiert hat, um sie beweglich zu machen. Ja, den Ansatz von Gottlieb Daimler sieht man hier ja auch sehr schön an der Motorkutsche, aber beide sind für das Entstehen des Automobils verantwortlich. Populär gemacht hat es aber eine Frau, das haben wir auch in dem Beitrag gesehen. Gegen Vorbehalte, allgemeine Vorbehalte im Umfeld, was genau war das? Also zunächst mal ist es einfach der Mut der Frauen auszeichnet, dass sie sich gewagt hat, auf ein solch unbekanntes Gefährt zu steigen und 100 Kilometer zu fahren. Die Vorbehalte, die sie eben auch überwinden musste durch ihren Mut, waren die Angst, dass so ein Gefährt explodieren könnte, dass man einen Unfall haben könnte, dass man keinen Kraftstoff findet, um die Fahrt fortsetzen zu können. All das hat sie nicht erschrocken und all das hat auf die Dauer die Menschheit insgesamt kennengelernt und auch die Risiken überwinden gelernt. Den Kraftstoff hat sie ja zum Beispiel auch in der Apotheke gekauft. Ne? Da waren die Zeiten noch anders. Genau so war das. Also in 125 Jahren hat sich viel getan, auch in puncto Sicherheit. Was ist es denn, was die Industrie jetzt vorantreibt, immer wieder Neues zu entwickeln? Nun, das Automobil hat als einziges Problem seinen unglaublichen Erfolg. Dadurch wird es in so großen Stückzahlen verkauft und das führt dann zu einer Multiplikation der Emissionen und des Platzverbrauchs etc. Die größte Herausforderung, vor der wir heute stehen, ist die Abhängigkeit vom Erdöl und die Erzeugung von Emissionen zu überwinden. Wir kommen dort in ganz großen Schritten voran und werden mit Sicherheit das emissionsfreie Fahrzeug in nahe Zukunft auch im Verkehr sehen. Darauf gehen wir nachher auch gleich noch ein. Möchte von Ihnen noch kurz wissen, Leidenschaft Auto. Ich denke mal, Sie sind sicherlich ein leidenschaftlicher Autofahrer. Aber das ist ja nicht so einfach. Das kostet Geld. Wir hatten eine Krise. Die Branche hatte es nicht so leicht. Jetzt ist alles wieder ein bisschen im Aufwind. Woran liegt das? Nun, die Wirtschaft hat sich erholt. Menschen wollen weiterhin sehr, sehr gerne Auto fahren, tun das auch in den Drehadermärkten zunehmend wieder. Zusätzlich ist aber in den Entwicklungsländern eine unglaubliche Aufwärtsentwicklung da, wirtschaftlich und in der Konsequenz in den Wunsch, Automobile zu fahren. Und das ist der Hauptgrund für die schnelle Erholung der Automobilindustrie generell. Und da lächelt Dieter Zetsche. Wir reden nachher gleich noch weiter. Vielen Dank bis hierher. Gerne. Ja, die Autobranche ist also rechtzeitig zum Jubiläumsjahr im Aufwind. Das gilt nicht nur für Daimler. Auch die anderen deutschen Autohersteller wie BMW und Volkswagen konnten ihre Absätze im Jahr 2010 steigern. Volkswagen sogar um 13,5% im Vergleich zum Vorjahr. Das braucht VW, denn der Konzern hat sich ein großes Ziel gesetzt. Volkswagen will die Nummer 1 weltweit werden. Schon heute versammelt der Konzern eine Vielzahl von Automarken unter einem Dach. Und da hat der Kunde schon mal die Qual der Wahl. Lisa Hummels war für uns in der Autostadt in Wolfsburg und hat dort Käufer getroffen, die fündig geworden sind. Hier hoch müssen alle. Dann geben Sie mir schon mal Ihre Nummernschilder. Die beiden kommen aus Thüringen. Wie sind Sie denn angereist, mit dem Auto oder mit der Bahn? Wir sind mit der Bahn angereist. Als erstes haben Sie Ihre Werksbesichtigung. Die beginnt an dieser großen überdachten Haltestelle. Auf Ihr neues Auto warten Sie seit Monaten. Das dauert schon seit einer Zeit. Wir haben gehofft, dass es etwas eher kommt. So vor Weihnachten hatten wir uns vorgestellt. Naja, jetzt freuen wir uns drauf. Jetzt ist es soweit. Sie warten sehnsüchtig. Ja. Aber vorher werden Sie entführt in die große Erlebniswelt der Autostadt. Also, Klimawandel, die Erde wird wärmer. Warum? Wo sind wir? Wo waren wir? Und wo geht es hin? Darum geht's. Umweltfreundlich, so inszeniert sich der Weltkonzern Volkswagen gerne. Und das bei 2 Millionen Besuchern im Jahr. Und nächste Station, eine Probefahrt mit einem Geländewagen. Elektrische Luftverstellung kennen Sie aus? Der Herr fährt. Warum fahren Sie nicht? Nein, ich fahre nicht. Fährt nachher. Das alles in Wolfsburg vor dem größten Automobilwerk der Welt.
Wir fahren erstmal ganz langsam gerade rein, um die kleine Ecke rum und werden dann mal uns ein bisschen an die Schräglage rantasten. Na, wie war's? Aufregend. Nun kommen die Kunden ihrem neuen Auto immer näher. Kannst du wieder anschneiden? Aber. Ja, und jetzt schauen Sie sich um, vielleicht finden Sie Ihr Auto ja. Hat es denn eine ganz markante Farbe? Ja, Überraschungsei. 400 Autos spektakulär geparkt. Hier zeigt der Konzern, wir wollen an die Spitze, bis ganz nach oben. Und bitte noch einen Moment angeschnallt bleiben. Toll. Wie schnell. So logistisch einwandfrei. Ja. Ob Bugatti oder Audi, 12 Marken unter einem Dach. Der Megakonzern will jetzt General Motors und Toyota überholen. Und egal auf welcher Autoshow, an Selbstvertrauen fehlt es nicht. Ich kenne keinen Konzern, der diese Dinge machen kann, die wir können. Natürlich müssen wir sie kundenorientiert einsetzen, das tun wir auch. Natürlich müssen wir entsprechend auch vorsichtig sein in unseren Aussagen dazu. Aber in Summe halten wir uns da durchaus technisch mit unserem German Engineering eher auf der Top-Seite als sonst wo. Volkswagen verkauft mehr denn je. Über 7 Millionen Fahrzeuge gingen im vergangenen Jahr zu den Kunden. Endlich das neue Auto. Gebaut im Werk in Portugal, ausgeliefert in Wolfsburg. Ein VW Charan. Ja, es hat sich gelohnt, die 4 Monate zu warten. Ja, das ist weiß Gott so. Ich bin ganz aufgeregt, auch damit zu fahren. Also ich freue mich auch sehr. Für 37.000 Euro inklusive Winterreifen und Erlebnisspaß. Es war sehr schön. Ja, es hat sich gelohnt, es war schön. Wir haben viel gesehen. Es ist doch nur ein Auto. Ja, stimmt. Sage ich mir auch. Das Geschäft mit Emotionen. Hier hat es funktioniert. Es ist doch nur ein Auto. Naja, aber Auto und Emotionen, das gehört eben zusammen. Und Herr Zetsche, ich denke, das war bei den Silberpfeilen nicht anders. Die sind silbern, weil der Lack ab musste. Was war da los? Nun, unser genialer Rennleiter Neubauer hat festgestellt, kurz bevor Rennbeginn, dass das Fahrzeug zu schwer war. Kam auf die geniale Idee, dann lasst uns den Lack abkratzen und drunter erschien das Aluminium. Und damit war das Auto Silber und der Silberstern geboren. Ein schnelles Auto, eine Legende war geboren. Schnelligkeit war lange Zeit sehr wichtig für Autos, dann die Sicherheit natürlich. Jetzt ist es die Umwelt in erster Linie. Und da gibt es in Kürze auch hier im Museum eine neue Ebene. Da stellen Sie emissionsfreie Fahrzeuge von Daimler vor. Wo sind da die Schwerpunkte? Es gibt nicht die eine Lösung, die alle Anforderungen erfüllt. Wir sind deshalb praktisch auf allen Gebieten ganz vorne dabei. Das sind normalerweise elektrische Fahrzeuge, aber zum Teil mit Batteriespeicherung für die Energie oder eben auch im Wasserstoff die Speicherung, die dann über eine Brennstoffzelle das Fahrzeug elektrisch antreiben kann. Also da hat man sich noch nicht ganz festgelegt, wo die Zukunft liegt. Jetzt gibt es ja kritische Stimmen, die sagen, also gerade bei dem Alternativantrieb und beim Elektroauto vor allem, da hinken die deutschen Autobauer, auch Daimler, ein bisschen hinterher. Wie erklären Sie sich das? Nun, dadurch, dass Kritik ab und an unberechtigt ist, so auch in diesem Fall. De facto haben wir bereits vor 3 Jahren praktisch als erste 100 Elektro-Smarts in Berlin im Einsatz gehabt, sind heute bereits mit der 3. Generation der Elektro-Smarts unterwegs, haben 200 Brennstoffzellenfahrzeuge in Produktion. Das heißt, wir sind ganz vorne dabei bei der Neuerfindung des Automobils. Aber da ist man natürlich noch immer so irgendwie in der Testphase. Ne? Also durchgesetzt hat es sich noch nicht. Jetzt wollen ja auch andere Konkurrenten, zum Beispiel die Energie, die Stromkonzerne, da mitspielen. Glauben Sie, dass das Elektroauto vorantreiben wird? Das ist sicherlich gut, denn wir brauchen hier größere Allianzen, andere Allianzen als in der Vergangenheit. Wir müssen die Infrastruktur aufbauen, wir müssen uns unterhalten, wie wir Stecker standardisieren und ähnliches mehr. Insofern ist es eine gute Sache, dass wir in diesen Zusammenarbeitsformen arbeiten können. Also keine Angst vor der Konkurrenz. Herr Zetsche, wir stellen in jeder Sendung unseren Zuschauern eine Frage. Diesmal stellen die Zuschauer Ihnen eine Frage. Und wir haben eine Frage bekommen von Rajesh Nath. Er kommt aus Kalkutta in Indien.
sicherlich ein interessanter Markt für Sie. Und er möchte wissen, viele ausländische, aber auch indische Autofirmen sehen in Indien einen Markt für Kleinwagen. Plant Daimler einen Kleinwagen für Indien? Das muss ich mit einem klaren Nein beantworten. Wir sind schon seit über 10 Jahren mit Produktion in Indien, mit unseren klassischen Fahrzeugen der E-Klasse zuvorderst, sind dort sehr erfolgreich und bedienen den Markt, den Premium-Markt, nicht den Kleinwagenmarkt. Dieter Zetsche, vielen Dank, dass wir bei Ihnen heute zu Gast sein durften. Gerne, vielen Dank, dass Sie uns besucht haben.